Befreiung Deutschlands wird eines Tages. Dass in der Deutschen Demokratischen Republik der Sozialismus planmäßig aufgebaut wird. Täglich verlassen nun Tausende den Arbeiter- und Bauernstaat. Im Westen muss niemand für Erdbeeren anstehen. Und dann kam der 13. August. Die Sperrwand eines Konzentrationslagers. Den sollte man im Sack stecken und über der Mauer schmeißen. Und die rief, beiß zu, und in dem Moment... Ein unglaublicher Empfang. Erich Honecker ist erster Sekretär des Zentralkomitees. 17 Millionen Deutsche waren Geiseln. Es gilt ein striktes Tempolimit. 100 Stundenkilometer. Sparwasser! Showdown im Bundestag. Speisen Sie mit Tomaten, oder? Dieser Strauß ist gefährlich. Sie leiden an einer Mauer. Sie wird in 50 und auch in 100 Jahren. Am Nachmittag sind mehrere hundert DDR-Bürger von Ungarn aus. Waren Schüsse aus Kalaschnikow-Gewehren. Die Todgesagten leben lange. Werden wir eine Wende einleiten? Nach meiner Kenntnis ist das sofort. Die Einheit unserer Nation.